Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Theorie, und zwar: Wird Momonosuke ein Mitglied der Strohhut-Crew? Wie komme ich darauf? Ich bin auf eine frühe Zeichnung der Strohhut-Bande von Oda gestoßen. Auf dieser sehen wir unsere ganzen Lieblingscharaktere. Einige sehen etwas anders aus, aber sind dennoch zu erkennen. Nur ist, wer ist dieser Dulli da ganz links? Erst dachte ich, das könnte vielleicht der Klabautermann sein, der immer das Schiff repariert. Aber wenn man ihn sich näher anschaut, sieht er für mich doch eher wie ein Steinmetz als ein Klabautermann aus. Er scheint recht jung zu sein, mit einem Hammer, wie man ihn benutzt beim Steine bearbeiten. Sein Hachimaki, also sein Band am Kopf, zeigt, dass er viel Wert auf seine Arbeit legt. Dies könnte doch klar für eine Early-Konzeptzeichnung von Momonosuke stehen. Vielleicht sollte er damals das Handwerk des Steinmetzens sogar schon beherrschen. Oder hat sich dann aber dafür entschieden, Momonosuke das nicht beizubringen. Des Weiteren wäre es eine schöne Parallele zu Rogers Crew. Immerhin war Momonosukes Vater in Goldie Rogers Bande und mit ihm auf Raftel. Eine Artificial Teufelsfrucht fehlt auch noch in der Bande, und auch so würde Momonosuke die klassischen Klischees eines Strohhuts erfüllen. Mit dem Tod seines Vaters und seiner Flucht aus seiner Heimat, verfolgt vom Yonko Kaidu, hat er eine tragische Vergangenheit bzw. Kindheit. Sein Traum könnte darin bestehen, entweder Wano Kuni wieder so zu errichten, wie es mal war, oder das Handwerk des Steinmetzens zu erlernen, oder aber die Pornoglyphe seiner Vorfahren zu entziffern. Die Geschichte auf den Pornoglyphen wurde nämlich nicht von Generation zu Generation weitergegeben. Somit wusste niemand, um was es geht, bis Oden Raftel erreichte. Und Momonosuke möchte sicherlich herausfinden, für welche Informationen sein Vater hat sterben müssen. Momonosuke würde es den Strohhuten um so vieles leichter machen, die Pornoglyphe zu finden, und Robin mit ihm währenddessen beibringen, die Pornoglyphe zu lesen. So kann Momonosuke die Schrift lernen und dieses Handwerk, welches eigentlich mit Oden gestorben ist, doch noch weitergeben. Doch welche Rolle innerhalb der Strohhutbande könnte er einnehmen? Ganz einfach, der Kabinenjunge. Auch Roger hatte schon in seiner Bande mit Shanks und Buggy Kabinenjungen. Auch Corby in der Marine startete als Kabinenjunge. Momonosuke ist sicherlich nicht der stärkste Kämpfer, aber als Samurai beherrscht er sicherlich etwas den Umgang mit dem Schwert. Auf der Reise könnte er auch den Umgang mit seiner Teufelsfrucht erlernen und so sicherlich später zu einem starken Kämpfer heranwachsen. Wie gesagt, der Kampf ist aber nicht Momonosukes Hauptgrund, dabei zu sein. Auch haben wir schon gesehen, wie er mit der Bande interagiert. Wäre es nicht herrlich lustig, ihn jedes Mal an den Titten, Namis oder Robins zu sehen und Sanji im Hintergrund ausflippend? Was haltet ihr von dieser Theorie? Schreibt eure Meinung in die Kommentare, und wenn euch das Video gefallen hat, vergesst den Daumen nach oben nicht sowie den Abo-Button. Ja, wir wissen ja alle, YouTube-Algorithmus OP, deswegen müssen wir leider Gottes doch immer so viel Werbung machen. Aber wenn ihr ein bisschen mehr aus meinem privaten Leben sehen wollt, neben meinen ganzen Videos, schaut doch einmal bei mir auf Instagram vorbei. Instagram.com/insanenetwork. Link wie immer in der Beschreibung. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.